Blub, blub, Leute, willkommen zurück zu Let's Play Divinity 2. Gerlinde genießt noch ein bisschen die Aussicht, aber langsam wird es auch Zeit aufzubrechen. Wir haben das letzte Mal eine Wahrsagerin getroffen, die uns von einem hübschen, kleinen, weißen Ding berichtet hat, dem wir folgen sollen, dem wir keinen Schaden zufügen sollen. Und dann führt es uns zu einem großen Schatz. Hat 50 Goldstücke gekostet, also hoffe ich, dass wir das hinbekommen und der Schatz auch immens sein wird. Drachentöter! Hier drüben! Oh, hallo Kagar. Ja, ich komm gleich. Ich hoffe, du hältst noch ein paar Minuten durch. Ja gut, hier ist wohl nix. Da können wir auch gleich mit ihm reden. Was ist denn hier passiert, Kaga? Wer bist du überhaupt? Ich sterbe. Ich heile euch. Für mich kommt jede Hilfe zu spät. Selbst wenn ich in der Heilquelle von Allerot baden würde. Aha. Deine Gedanken? Ohne Furcht beschreite ich den Weg in die Halle der Seele. Also Unsinn. Jo, super. Ich wurde niedergemetzelt. Wir alle wurden niedergemetzelt. Also dein Haupthaar wurde wahrscheinlich schon vor Jahren niedergemetzelt, so wie du ausschaust. Wir, sehr, sehr arm. Wir haben einen neuen Minenschacht gegraben. Aber dann deshalb kam das Roteisen sind wir aus dem an. Nichts diese Bestien aufgetaucht und haben uns zerfleischt. Zähne wie Löwen, Klauen wie Bären, Augen wie der Teufel. Sie sind da drin, in der Dunkelheit. Also irgendwelche Bestien, okay. Und da stirbt er. Naja, immerhin konntest du uns noch verraten, was du verraten wolltest. Das ist eine gute Sache. Sorry, ich muss gerade mal meine Brille putzen, Leute, weil ich war ein bisschen verknetscht. Und ich hatte vom Trinken gerade einen Wassertropfen da drauf, ja. So hat es geschwappt. Schlimm, ne? Schlimm. So, wenn sich gleich in Wasser begießt. Schön hier. Ja, du bist irgendwie ein bisschen fertig, ne, Fräulein Drachenritterin. Also nicht nur haben wir ihre Fähigkeiten, sondern wir haben sie auch im Kopf, ne? Das ist, ich weiß nicht, ob das so ein toller Deal war mit dem Ganzen. Wir konnten uns aber auch nicht wehren. Sie hat uns einfach die Kräfte direkt übertragen. Wir konnten nichts tun. Vielleicht wollten wir ja nur ein Drachentöter sein. Vielleicht wollten wir ja nur Drachenritter erledigen. Hätten ihr noch ein Dolch ins Herz gestoßen, bevor sie abgenippelt ist. Nein, sie hat uns keine Wahl gelassen. Ja gut, ich bin auch eher für Drache als gegen Drache. So grausam und mächtig Drachen noch sein mögen, die sind auch ziemlich cool. In der Regel. Okay, gehen wir mal hier rein. Wir haben ja die Macht des Megasprungs. Ah, ich dachte, da wäre eine Kiste unter dem Baum, eine Truhe unter dem Baum. Neue Grabung. Vielleicht sollten wir ja auch nicht hin, ich weiß es nicht. Ach komm. Wir müssen erforschen. Let's go. Hier waren wir noch nicht, das heißt, hier müssen wir hin. So, Freunde. Hallo, na? Alles fit? Wir laufen nicht mit gezogenen Waffen hier durch die Gegend. Sowas macht man nicht. Vor allem, wenn man so rumspringt. Das ist nur gefährlich für einen selbst und nicht für die Gegner. Ach, sie schlenkert immer so schön mit ihren Hüften, wenn sie läuft. Ja, und da sind wir auch bei den Gegnern. Eine niedere Kreatur. Wow, wir machen einfach gar keinen Damage. Stufe 10. Welche Stufe sind wir? 13. Ja, wir müssten eigentlich ziemlich overpowered sein dem gegenüber. Kriegen aber dennoch gut Schaden. Das Spiel wird nicht einfach später, habe ich das Gefühl, Leute. Das Spiel wird nicht einfach. Vielleicht soll ich ein bisschen mehr auf Lebensenergie trimmen. Ein bisschen weniger auf Mana, denn momentan ist Mana für uns überhaupt kein Problem. Gut, wir kriegen hier eine Menge Roteisenerze und Rubine. Wie gesagt, ich weiß immer noch nicht, wofür der Schiss gut ist. Es kann nicht mit Schlösserknacken geöffnet werden. Okay. Wir müssen hier wahrscheinlich später nochmal hin. Unbewindbaren Balken. Einfach weil die Sprungphysik hier nicht wirklich die schönste ist. Aber na gut. Ich meine die Engine, ne? Das soll eine Engine von Bethesda sein. Ich meine, das sagt schon alles. Die Gamebryo Engine. Soll nicht so gut sein, habe ich gelesen. Und es gab deshalb viele Beschwerden. Auch wegen diesem Zuckelbug von der Kamera. Das soll an dieser Engine liegen, weil die so mies ist. Also so doof gemacht. Mies ist ja ein weitläufiger Begriff. Oh, großartig. Okay, einen haben wir damit schon mal geschwächt ohne Ende, aber die anderen nicht. Versuch's doch. Ah, okay, okay, doch ganz gut. Also wir machen super geilen Damage mit den Waffen. Ein weiterer Gegenstand für meine Sammlung. Ich finde sogar besser als mit dem Zweihandschwerte. Ja, es wird sehr auf unsere Waffen und Rüstung hier ankommen, fürchte ich. Das heißt, wo es auch immer geht, sollten wir uns damit bereichern. Kein Schlüssel, das stimmt nicht etwas ärgerlich. Missmutig. Ist hier wirklich nicht irgendwo ein Schlüssel?
Weil das war's schon wieder mit der Grabung. Von wegen neuen Minenschacht. Ja gut, ihr habt wohl hier so ein Dings angegraben. So ein Grab. Aber wenn das schon alles war von den Kreaturen her. Gut, es sind nur Minenarbeiter gewesen. In Anführungszeichen nur. Schwere, schwere Arbeit, die ich in meinem Leben niemals machen möchte. Ich könnte es wahrscheinlich auch gar nicht mehr wegen meinem Rücken. Ist nicht so gut. Ich habe einmal einen Muskel gezerrt, Leute. Versucht das irgendwie zu vermeiden, denn dann ist vorbei. Danach ist direkt vorbei mit euch. Okay, ist hier vielleicht, wenn wir da hochkommen, ein Schlüssel? Kein Schlüssel, auch kein Schlüssel, nur ein bisschen Gold. Ist hier irgendwo ein Schlüssel? Leider auch nicht. Ja, weil mehr ist hier nicht. Es sind nur ein paar Fackeln. Das ist alles, was wir nicht untersuchen konnten. Den Schlüssel. Die Truhe, weil wir dafür Schlüssel brauchen. So, den Schlüssel können wir nicht untersuchen, das wäre schön. Also, wäre nicht schön, aber... Ah, jetzt geht's! Ach, mit dieses Schloss mit einem Schlüssel zu öffnen. Welche Schlüssel auch immer, wir haben irgendwo Schlüssel her. Super. Hab ich jetzt nicht gesehen. Schwarze Rose, Leider hatten wir die schon, wir brauchen eine Erdwurzel. Gewöhnlicher Kampfhelm des Kriegers des Elfen. Kampfrüstung, Fernkampfrüstung, Magierüstung, Stufe 10, plus 3 Lebenskraft und 6 Fernkampf. Bullshit. Bullshit! Brauchen wir nicht, aber cool, dann haben wir das vollkommen geplündert, ging sehr schnell, sowas gefällt mir. Schnell einfach ein bisschen Treasure und dann ist das gut. Klasse. Und das war wahrscheinlich für die Quest eben. Weil er hat uns ja berichtet, dass dort in der Mine, in der und der Richtung, das ist ja ungefähr hier gewesen, keiner mehr liefert. Und wir wissen ja jetzt auch warum. Wir hatten aber schon Roteisenerz dabei, insofern war alles gut. Ja, und sonst ist hier leider nichts. Okay. Nee, ist aber gut. Dann sind wir schnell damit fertig. Können schnell noch ein paar noch mehr Sachen machen. Weiter erforschen. Tja, arme Sau. Können wir dich... Ist leider leer. Dann können wir dich plündern. Okay. Aber cool. Schön, dass wir das Lager noch gefunden haben vom Bruat. Hätte ich jetzt gar nicht mehr mit gerechnet. Es ist so angenehm, dass es keinen Fallschaden gibt in diesem Spiele. Da unten ist noch dieser Fettfarn, da müssen wir noch hin. Hier unten geht es wahrscheinlich in das andere Gebiet, ja. Da will ich aber auch noch hin, weil wir an der anderen Seite schon waren. Räumen wir das Feld jetzt von hinten auf. Ich hoffe, das ist kein Fehler. Ich hoffe sehr, dass es kein Fehler ist. Das ist aber ein Fehler von euch, Freunde. Aha. Wow, die bringen nur noch 14 EP. Hey, so viel Schaden machen wir jetzt auch nicht mehr, aber Stufe 7 und so. Schamane Dote. Manchmal, wir brauchen ja noch ein paar Herzen. Das sind eine ganze Menge wieder. Leute. Das könnt ihr doch nicht tun. Okay, du bist down. Bleibst du noch du? Je weiter wir wechseln, desto schwieriger ist es für ihn zu treffen. Das hat bestimmt wehgetan. Wow. Ein Schlag ins Face und es ist vorbei. Yay, wir können wieder Goblin-Herzen abgeben. Ist das nicht schön? Die Frage ist, waren wir da oben schon? Anscheinend. Der Schrein des Tals des Westens. Da oben müssen wir noch hin, glaube ich. Können wir mal gucken. Die Bäume sind genial. Ne? Schaut euch das an. Mit dieser Höhle da unten drunter, da würde ich mir ein Haus einrichten. Das wäre ja voll super. Okay, vielleicht ein bisschen viel Ameisen, wer weiß. Ne, da oben waren wir schon. Denn hier oben sind wir ja lang gegangen. Um zu Trulla zu kommen. Ah, ja. Erz. Ich hoffe, ich vergesse nichts. Zur Not schreibt mir das ruhig. Ich weiß nicht, ob ich es mir dann noch holen werde, aber es ist immer gut, falls es noch jemand schaut, der das ebenfalls gerade spielt, dass er dann vielleicht Bescheid weiß. Finde ich immer gut. Oh, hallo. Euch kann ich nichts antun. Ich warte immer noch auf das kleine, flauschige, tolle Wesen, das uns den Weg bereiten soll oder zeigen soll. Ja, okay, dann gehen wir jetzt runter in diesem Tale. Können wir noch was essen? Wir haben echt nichts mehr, ne? Wir haben überhaupt nichts. Da, ein bisschen Int kannst du haben. Und eine Hühnerkeule. Oh, hier ist ein Grabe. Der Grabstein ist mit einer Gravur in Form einer Halskette verziert. Oh. Darüber wurde der Name Penelope eingemeißelt. Arme Penelope. Versuchen, die Liebeshalskette in die Gravur zu setzen. Die Halskette passt perfekt. Sieht auch wunderschön aus. Hätte ich nicht gedacht, dass man das sieht. Zwei liebende Seelen im Tod vereint. Sehr romantisch muss das sein. Wir haben dafür eine Belohnung bekommen, und zwar eine ziemlich gute.
Blutstaffelarm schien. Noch ein neues Set, ne? Ist ja wunderschön. Ist ja nicht mal so, als ob ich ein Set mal vollständig hätte. Aber wenn ihr weiter so herumtrödelt, landet ihr selbst unter der Erde. Ja, ja, sei mal nicht so. Bevor wir im Maxos-Tempel waren. Sei mal nicht so negativ. Ist ja schlimm, Mädchen. Ist ja schlimm. Das kann ich auch nicht... Das muss ich im Inventar behalten. Finde ich ein bisschen doof. Da kann ich nicht irgendwie lernen, einfach. Habe ich doch mehr von dem Set? Ich weiß es nicht, aber das ist auf jeden Fall besser als was wir haben. Mit Magieschutz, Nahkampfrüstungsschutz. Die Blutloge ist ein Orden aus Elite-Drachentötern. Jeder einzelne von ihnen hat sich durch besondere Leistungen auf dem Schlachtfeld verdient gemacht. Die Mitglieder dieses Ordens sind durchweg unbesiegte und unerreichte Krieger, deren bloße Erwähnung genügt, um Feinde in Panik zu versetzen und die Herzen der Verbündeten mit göttlicher Bewunderung und Kampfesmut zu segnen. Die Anführerin der Loge ist eine junge Frau namens Rhode. Eine, oder Rhode, ja, ich denke eher Rhode, in jeder Hinsicht perfekte Drachentöterin. Angriff mag die beste Verteidigung sein, aber Drachentöter, die mehr Zeit auf dem Schlachtfeld als beim Studium von Plänen verbringen, wissen, dass dieses Gebot nicht zu streng ausgelegt werden sollte. Der Pfad der Vorsicht muss nicht immer ein Irrweg sein und deshalb kleiden sich umsichtige Recken in das Beste, was Schmiede aus Metall herstellen können. Hart wie Stein und furchteinflößend gestaltet, setzt die Rüstung der Blutloge den neuen Standard in der Kriegskunst. Die sehen gut aus. Die sehen richtig gut aus. Ich würde mir gerne die Sets aufbewahren, wenn ich irgendwo so eine Safe-Truhe hätte, die ich in jedes Gebiet mitnehme im Grunde und wo das so ein bisschen Stash ist, dann würde ich die alle ins Lager schmeißen. Da ist noch ein Hebel, den will ich auf jeden Fall erstmal betätigen. Ich weiß nicht, ob wir den schon hatten. Ich glaube es nicht. Ich renne hier gerade ziemlich random rum, auch wenn das Gebiet so ein bisschen verwirrend ist. Aber wir nehmen mal den Hebel. Den hatten wir noch nicht betätigt. Gut. Ich schätze, wir müssen einfach alle Hebel finden und dann wird am Ende sich noch was auftun oder so. Was Besonderes oder keine Ahnung. Ah, wahrscheinlich schalten wir damit unten den Turm frei. Das könnte sein. Wir können ihn erst dann plündern. Wenn wir noch hingehen, vielleicht war das jetzt der letzte Hebel, ich weiß es nicht. Vielleicht kriegen wir dann aber auch erst noch eine Nachricht. Ich könnte mir vorstellen, dass es das ist. Ich hoffe, es nervt euch übrigens auch nicht, dass ich so viel rumspringe. Es ist einfach so angenehm und man hat einen schönen Überblick. Wie gesagt, ich hoffe es. Wenn doch, dann tut's mir leid. Ich werde es erstmal nicht ändern. Wir sind einfach zu langsam im Laufen, Leute. So langsam. Okay, ich habe gesagt, wir gehen hier durch. Also machen wir das mal. Aber was mit Penelope fand ich toll. Seid ihr Freunde oder Feinde? Seid Feinde. Ich weiß, dass ihr Feinde seid. Genießt diese Momente, Herrschaften. Denn es werden Jana. Eure letzten sein. Wo habe ich Jana schon mal gehört? Ihr solltet euch vorsehen. Wir sind keine so leichte Beute, wie ihr denkt. Philipp. Es wird sich bald zeigen, wie viel Wahres an euren Worten ist. Aber was ist das? Wir bekommen wohl Gesellschaft. Und wer seid ihr? Rivelons neuester Drachenritter zu euren Diensten. Endlich lerne ich den Hofnarren kennen. Ach, komm nur her. Ich habe eine Axt für dich. Da steht dein Name drauf. Sagt, auf wessen Seite werdet ihr heute stehen? Auf Seiten der Gesetzlosen natürlich? Nein. Sicherlich nicht auf eurer und dieser ehrlosen Straßenräuber. Soldaten, auf dieses Gesindel! Sind jetzt alle gegen mich? Könnte gut sein. Alles ist tot. Buller ist tot. Wir jetzt gehen hier nicht mit dem schwarzen Ring einheim. Gewonnen! Gut gemacht! Ja. Wir haben gewonnen beim Göttlichen, wenn ihr nicht gewesen wärt. Puh, ganz schön teuer, aber was machen wir mal? Ihr habt neue Erkenntnisse gewonnen. Aha. Nicht der Rede wert. Und ob, das ganze Trümmertal wird davon hören. Nehmt diesen Beutel mit Gold, das ist das Mindeste. Wir machen Dank. Uns nun auf den Weg, aber hoffentlich sehen wir uns im Schwarzen Eber wieder. Die Getränke gehen dann auf uns. Ja, da müssen wir so noch hin. Super. Eure Attribute wurden mit einem Willkommensbonus erhöht. Das war interessant. Der Überfall, davor habe ich abgeschlossen. Wieder nur eine Wahlmöglichkeit, also wie immer. Weil das brauche ich am meisten. Erfahrung. Ah, wir haben... Nee, wir haben die Attribute erhöht. Das ist das hier. Ah, okay. Interessant. Das für 560 EP ist eine gute Wahl, denke ich. Die Erfahrungsschuld ist damit auch schon wieder beglichen durch die Quest. Ich werde mehr Lebenskraft wollen, Leute. Wir brauchen das. Vor allem, da die gesteigert ist durch unsere Rüstung.
Weiß ich nicht, wie hoch sie wirklich ist, weil es leider sehr dumm angezeigt wird. Was ich schade finde. Ich wünschte mir, es würde besser. Diese Männer hatten wirklich Glück, einen Paladin anzutreffen, als sie ihn dringend brauchten. Hoffentlich sollte besser angezeigt werden. Die den Maxos-Tempel transparenter suchen, ebenfalls von eurer Macht profitieren. Okay. Die, die den Maxos-Tempel heimsuchen, sollen davon profitieren? Du bist wohl kein Anhänger von Maxos, naja. Aber gut, wir ja auch nicht. Ah ja, mehr Goblinses. Sterbet, Goblinses. Ein Schwarzgoblin einfach. Stufe 7. Nebenbei können wir noch ein bisschen ernten. Haha, das ist lustig. Kreaturen hier im Trennertal, er schon wieder. Fürchtet mein magisches Arsenal. Der mächtigste Magier fern und nah ist der große Belegar. Wow. Du bist ein ganz schöner Aufschneider zumindest. Das stimmt. Und jetzt? Ah ja. Oh crap, noch mehr Goblinses. Warum tötet er sich selbst? Neulinge, Vorsicht! Man weiß ja nie. Ihr kennt nicht die Tücken der hohen Magie. Oder warum wurde Feuer, er von denen angegriffen? Erde, Wasser, Wind, die Elemente zu beherrschen sind. Belegar. Vielen Dank. Niemand, der so launisch ist, sollte über so viel Macht verfügen. Machen wir uns auf zum Maxos-Tempel, bevor wir es erneut mit ihm und seiner Teufelei zu tun bekommen. Er ist einfach ein Trottel. Er ist ein aufschneiderischer Trottel, wie irgendwie alle hier, oder? Ist euch das aufgefallen? Ich meine, der Dings war ja auch nicht besser. Richard. Und so, Flüsterholz. Nom, nom, nom. Es flüstert uns so schöne Dinge zu in der Nacht. Ich weiß nicht, woher das kam, aber okay. Wir müssen ihn noch einmal finden, meine ich. Und dann können wir ihn, glaube ich, zerschnetzeln oder so. Keine Ahnung. Ich frage mich nur, wo wir ihn finden sollen. Weil... Ah, doch, warte mal. Wir sind jetzt hier gewesen, haben ihn nochmal gefunden und ich glaube, irgendwo... Ja, da unten werden wir ihn nochmal finden. Das heißt, schon bald. Weil da sind wir ja gerade auf dem Wege hin. Wir könnten noch eine Quest abgeben, aber es bringt uns ja nicht so viel, deswegen warten wir damit noch. Ah, da hinten geht... Okay, das geht bis runter ins Wasser, also kommt man hier auch hoch, wenn man wieder runterfällt. Das haben sie zumindest gut gemacht. Und gut gedacht. Hier ist nochmal eine Brücke, das heißt, wir werden jetzt wahrscheinlich wieder ausgeraubt. Von dem Typen, der uns dann Grundstücke verspricht. Oder auch nicht. Weil die Speer des Schwarzen Rings da sind und uns nerven. Hui! Schwupp! Wow, der war schön. Ja, da kriegen wir jedes Mal noch auf Schnauze. Ja, und es ist sehr eindeutig, wenn jemand etwas hat oder nicht. Gut, ich meine, man muss sagen, das hier ist natürlich kein Witcher 3, dieses Spiel. Aber es ist für seine Verhältnisse echt schön gemacht, also... Mir gefällt es doch sehr. Aha, das waren alle, die ich getroffen habe. Hui. Und hopp. Ich kann einfach so übelst geil springen. Das ist so genial. Dass ich die alle einfach wegmetzeln kann. Das ist so schön. Also ich werde definitiv auf Kampfmagie gehen, wie das ausschaut. Fett fahren. Yay. Hier ist noch eine Brücke. Noch eine Chance für uns ausgeraubt zu werden von einem der Trottel. Also von diesem... Bimbo, der meint, uns verarschen zu müssen. Der wird noch seine Retourkutsche bekommen. Ah, da ist ja auch noch so ein Kreis für Belegar. Dann gehen wir erstmal dahin. Au. That hurts. Was greift uns da an? Ah, das ist einer von den Typen wieder. Hier, Freund. Da kommt was noch was. Moin. Nom nom nom. Schön Feuerball ins Gesicht. Ja, ich will sie nicht da reinfallen, Mädchen. Ich habe keinen Bock darauf. Sehr gut. Wir hauen sie relativ gut um, aber sie hauen uns auch ziemlich runter die ganze Zeit. Das ist nicht so schön. Das ist echt nicht so schön. Oh, crap. Ich muss ein Heil... Noch ja. Nicht. Scheiß Gift. Au. Nein. Alles Bogenschützen, ey. Die sind so overpowered in diesem Spiel. Einen guten Bogen hätte, ne? Schaut euch an, wie die uns runterkloppen. Die klöppeln uns echt über die Maßen runter. Ne, da sollten wir noch nicht hingehen, da gehen wir aber gleich hin auf die andere Seite.
Oh, noch mehr davon. Yay. Wow. That hurt. Verjüngung. Ich könnte jetzt einen Trank vertragen. Ja, Mädchen ist cool. So kannst du unendlich viele trinken, nicht so wie dein Pendant aus Divine Divinity. Okay. Wir müssen jetzt auf jeden Fall nochmal ein bisschen Regeneration raushauen. Nochmal speichern, damit Belliger uns nicht so zerhackt, weil der wird definitiv hier wieder auftauchen. Wir kennen es ja schon. Oh. Eichentränen. Vielleicht brauchen wir die auch für die Truller. Für die Schläferin. Da müssen wir auch nochmal hin, auf jeden Fall. Ich würde nur gern vorher noch eine Erdwurzel haben, um sicher zu gehen. Na, Belliger, du Drecksack. Der Dämon war im Kampf unterlegen. Den Drachentöter konnte er nicht erlegen. Ja, das gemerkt. Hades Brut konntet ihr euch erwehren. Doch könnt ihr den Untoten das Fürchten lehren? Ich habe Feuerzauber, natürlich kann ich das. Wow, sie haben schon massig Untote gekillt. Auch wenn die Stufe 10 sind. Das macht es nicht wirklich schwerer. Ich meine, schaut es euch an, wie wir die wegmetzeln. Sogar besser, wenn sie nah bei uns stehen, auch wenn wir dann dauerhaft Schaden fressen. Ja, Belliger, wie wär's, wenn du uns jetzt mal was gibst für unsere Mühen? Du hast schon die ganze Zeit versucht, umzubringen. Wie wär's, wenn du uns jetzt mal was Positives bringst? Ja, vielleicht ist das ja dein Positives. In deinen Augen. Okay, dann geht's noch weiter. Doofer Hase jetzt, ne? Steh mir nicht im Weg rum, sonst muss ich doch tot treten. Wie sie es immer macht. Einfach so in the face. Oh, crap. Ah, da seid du schon ihr. Wieder. Ich grüße euch. Habt ihr endlich meine Besitzerkunde? Es gibt da leider ein kleines Problem. Oh, du hässlicher Penner. Einer der Arbeiter wurde von einem Goblin getötet. So what? Und jetzt wollen die anderen nicht mehr arbeiten, bis sie beschützt werden. Wir könnten wohl einige Wachmänner einstellen, die allerdings etwas Geld kosten. Für eine kleine Summe mehr kümmere ich mich darum. Also gut, das ist hoffentlich das letzte Mal und ich sehe es als Geldanlage an, Leute, also was soll's. Das ist es sicherlich. Irgendwann hackt mir einfach den Kopf ab. Keine Sorge. Noch einen schönen Tag. Zumindest hoffe ich, dass wir die Chance dazu bekommen. Ich wollte euch wirklich davor bewahren. Aber wer diesem Mann dreimal Geld in den Rachen wirft, ist nicht mehr zu retten. Hier geht's aus der Karte, oder? Orobas Fjorden. Ich will noch das Zeug da nehmen. Ich hoffe, das kann ich. Und dann drehe ich um. Denn ehrlich gesagt, Ginsenger, das ist okay. Ich möchte nicht zu den Fjorden jetzt gehen. Auch wenn da Richard auf uns wartet. Yay. Oder beziehungsweise bald warten sollte. Oder seine Truppe halt. Aber seine Truppe finde ich auch ziemlich scheiße. Und wir werden das nächste Mal wieder Tränke kaufen, wie blöde. Wir brauchen unbedingt Heiltränke. Das ist in diesem Spiel absolut, absolut notwendig. Mana überhaupt nicht, komischerweise momentan. Weil wir halt so selten feuern können, unsere Zauber. Ah, da sehen wir auch die Stufe 2 und 1. Gucken wir mal, was hier so ist. Wir waren jetzt auf dieser Seite überall, aber auf der anderen hier noch nicht. Das ist immerhin Wasserfall. Es hätte ja was geben können. Aber leider ist auch hier in diesem Spiel... Guck mal, wie geil das aussieht. Das ist einfach nur so eine platte, plane Fläche, die so aussieht wie Wasser. Das ist voll gut. Es hätte ja sein können, dass dort ein Schatz hinter dem Wasserfall ist. Nee, ist ja mal, wäre mal wieder was Neues. Aber leider gibt es das nur relativ selten. Und ja, ich weiß selber, dass es dumm ist, dem Typen Geld in Rachen zu werfen. Dennoch möchte ich sehen, was dabei noch weiter passiert. Das war gut. Solche Tränke hätte ich gerne öfter. Und was ist hier passiert? Der hat euch überfallen. Da, die da oben wahrscheinlich. Ah, hier geht's jetzt in diese Richtung weiter. Okay, das müssen wir machen. Da will ich eh hin, weil da wahrscheinlich das letzte Mal Belliger kommen wird. Hier vielleicht noch jemand? Ich dachte, der Typ käme vielleicht schon wieder. Oh nein, macht er nicht. Oh Leute, sorry, der Part ist schon wieder vorbei. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht und beim nächsten Mal schnetzeln wir weiter in den schwarzen Ring. Bis dann, Leute. Tschüss.